Weg durch den Weg. Two places at once, and I can't remember. Second best breed. Well, you understand, I think, because you've been there. No, because of opposition to hunting, it spreads. Yeah. You know, we have one friend who was a kennel huntsman for Cheshire Beagles, and he was in danger for his life, and the house was burned down, and he lost his job, lost his home. Okay, you can have your opinions, but for this. Wir müssen mal gehen. Lecker stinken. Ja. Hier. No. Knesebecken. Bei der Bärbel zu Hause. Wir müssen nur sehen, wie ich mich gerade fahre. Das ist ein großes Problem dabei. Aber was muss man mit dem elektrischen Gerät? Der fliegt durch den Bach. Nee, da lasse ich den Motor jetzt nicht mehr. Hier. Also fließt da unten. Und dann hat er zum Schluss auch Blöden. Ich habe schon eine Länge. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Komm mal. Oh Gott. Das ist ja so blöd. Geht's? Platz. Wursche. Jetzt geht es in die Mitte der Versammlung und dann schütteln. Gut. Ja, da war ich jetzt ein bisschen nass. Oh no, because I met this lady with Babel, I thought you to pass the time to the other people. Oh, das ist gut.
with the before that on Muskrat. Also Tobi Psychik hat das doch mit dem Schwimmen, nicht? Jede andere Rasse hätte schon in den Haaren gelegen. Was hätte ihr ausgestückt? Ga lekker binnen. Ga maar kijken.
mal auf den Weg gelegt. Ach, ihr Verehrer, da kriegt gleich was auf die Ohren. Jetzt geht's. Ihr Verehrer, da. Oh, da hängt einer. Also ganz so viele jeden Tag zu fliegen wäre nichts, ne? Oh klar, kein Problem. Ja, wollt ihr zwei Stunden spazieren gehen, ne? Ja, mit so einer Fünferleine immer. Ja, ja, das. Welche Höhe unterhalten wir? Eine dunkle. Ja, und der ist. Rüber. Und jetzt nur noch bei meiner, dann springt die rüber. Weil die ist Sport. Ne? Ich bin 2 Drahtfahren, 2 Wachen.
das ganze Neue. Von der, aber ich wohne da. Ja. Ich wohne, komme aus der Gegend auch. Ich habe auch einen PF-Fan. Einen gibt es noch bei uns in Hamburg. Ach komm, Sie sind da in Hamburg? Ja, ich wohne da. Na, ja. Norderstedt, bei Hamburg. Dann, ja, ich kenne das. Da wohnen, ja. Da wohnen wir wieder hin morgen. Beim Kreuzerwagen, mein Sohn, Sohn. Ich bin beim HSV gerade. Beim Stadtpark in der Nähe. Beim Stadtpark, bei der Lufthansa in der Nähe. Da gibt es den Stadtparksee und Baggersee hier rein. Da. Wir haben ein Objekt beim HSV auf dem Zollgelände. Das ist auch ganz in der Nähe mit der Bruder. Ich glaube, mein Luther, der trainiert da jetzt schon. Ja. Der war bisher bei Fortuna. Der Nachbar spielt da. Und im Moment ist er da. Bluebell ist die Gürtel, die ja werden auf der roten Nase. Die meisten haben doch schwarz. Na, das wäre ja toll, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Hey, Dicke! Und einen weiß ich, der ist wieder weggegeben worden, die sind nicht mit dem fertig gewesen. Ja, das ist auch nicht. Wir mussten da rein, drei andere. Das waren zwei da und dann hat sich noch was gegen und dann sind wir nicht fertig. Aber welcher ist das, der so dahinter ist meiner her? Steht im Bild? Aha, ja, den sie immer abwehrt, ne? Den sie immer abwehrt. Also, das wird zu viele Hunde. That's just to prove you wrong.
Das ist halt ohne Wahnsinn.
Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, ich denke, ich schaffe das auch ohne diese große Flüstertüte. Sie herzlich bei uns hier im Otterzentrum zu begrüßen hier haben. Wenn ich das richtig übersehe, haben wir heute immerhin Teilnehmer aus Dänemark, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Deutschland natürlich. Und habe ich noch jemanden übersehen? Zumindest von den Hunden her glaube ich nicht. Aber ich möchte ganz herzlich begrüßen Mr. Baxter und Mr. Sørensen. A warm welcome to you. Sie sind extra aus Großbritannien zu uns gekommen. Wie wir alle wissen, ist England das Mutterland der Otterhunde. Und Sie haben hervorragende Kenntnis mit dieser Rasse und werden uns nachher etwas an dieser Kenntnis teilhaben lassen, indem Sie einige der Hundelinien, die wir hier haben, einmal beurteilen werden. I said England is the motherland of the Otterhounds and we hope we can participate and learn in your experience. I also would like to welcome our friends from the Netherlands. Ein ganz besonders herzliches Willkommen an unsere Freunde aus den Niederlanden, die mit einer Otterhundmeute zu uns gekommen sind. Und wie man im Hintergrund schon sehen kann, auch mit historischen Kostümen. Und die uns heute zwei Vorführungen zeigen werden mit ihrer Meute. We are very interested to see your demonstration, because I guess it's the first time that this happens in Germany. Als ich 1986 den ersten Otterhund nach rund 100 Jahren wieder nach Deutschland geholt habe, habe ich mir nicht träumen lassen, dass wir jemals ein so großes Pack, eine so große Meute hier zusammenbekommen würden. Leider ist ja diese alte Hündin, die Sugar, nicht mehr am Leben. Sie ist im letzten Jahr bei ihrem zweiten Wurf gestorben. Zwei der Welpen von diesem letzten Wurf im letzten Jahr sind hier noch dabei. Und es sind auch die Welpen des ersten Wurfes hier.
Und so hoffe ich eigentlich, dass diese Treffen heute, diese Zusammenkunft vielleicht auch dazu beitragen kann, dass wir, was die Zucht angeht, Kontakte untereinander knüpfen können und hier vielleicht einen neuen Stamm aufbauen können. Sie alle wissen, dass wir mit den Otterhunden einige Probleme haben, was HD angeht. Und deshalb denke ich, sollten wir hier ganz besonderes Augenmerk darauf legen, dass wenn wir mit diesen Hunden züchten, wir es auch nur mit den Hunden tun, die wirklich nach Ansicht der Veterinäre und der Fachleute zuchttauglich sind. Ich freue mich, dass die Hunde sich so wunderbar vertragen hier. Das ist auch diese hier, ne? Ich finde das ja schon erstaunlich. Denn ich glaube, es gibt wenige Rassen, bei denen man so viele fremde Hunde einfach zusammensperren kann, ohne dass es Ärger gibt. Und so hoffe ich eigentlich, dass sich nicht nur die Hunde hier gut vertragen, sondern dass sie untereinander sich auch ein bisschen näher kommen, dass die Otterhundleute sich untereinander kennenlernen. Und dass daraus vielleicht auch dann hier eine dauerhafte Einrichtung ist. Das ist Ihre? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag bei uns im Otterzentrum. Ich hoffe, das Wetter hält, denn auch als Otterhund-Freund muss ich sagen, nichts ist hässlicher als ein nasser Otterhund. Und wir wollen ja die Hunde in ihrem besten Anblick heute hier darstellen. Von daher hoffe ich, dass es trocken bleibt. Und ich denke, jetzt sollte Bärbel Rogoschick, die ganze Last der Vorbereitungsarbeit getragen hat, wofür wir ihr nochmal herzlich danken sollten. Die sollte jetzt vielleicht Ihnen einige technische Hinweise zum weiteren Ablauf geben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei uns im Unterzentrum. Alles Gute. Zu den technischen Hinweisen, ich hatte es gestern Abend schon gesagt, möchte es auch noch mal wiederholen. Wenn Sie sich das Gelände anschauen möchten, tun Sie dies bitte und lassen Sie aber Ihren Hund hier. Falls Sie Angst haben, dass Ihr Hund in der Zeit über den Zaun springt und nach Ihnen sucht, sagen Sie uns Bescheid und wir passen dann drauf auf. Aber ansonsten gehen Sie bitte nicht mit Ihrem Hund durch das ganze Gelände, weil unsere Marder doch etwas ängstlich sind, zum Programmablauf. Den hast du jetzt im Zettel, ne? Ja. Wie alt ist er denn? Geht immer. Also, sonst ja, weiß man zum Programmablauf. Geht immer. Hast du was in der Pfote? Hast du was in der Pfote? Geht so komisch, ne? Das heißt, wir gehen von hier aus an. Ja. In einem ganz gebührenden Abstand hinter der Mulde. Werden die doch ein bisschen abgelenkt. Das heißt, wir sagen hier nochmal Bescheid, wann es losgeht und gehen dann zusammen zu der anderen Wiese hin, damit wir uns das Ganze anschauen können. Dann werden wir empfehlen, im Zelt den Film Parker der Otter zeigen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, es ist wirklich ein sehenswerter Film, der das Leben eines Otters zeigt, aber auch die Jagd mit einer Otterhundmeute. Der ist in einer Otter zu sehen und den Film werden wir so um 10:45 anstellen. Und genauso um 10:45. Also um die Zeit. Was kann sein, dass man manchmal was in der Vielleicht regnet es auch zu der Zeit, dann können Sie sich alle ins Zelt verkrümeln, soweit Sie denn reinpassen. Amigo. Des Weiteren stehen auf dem, bei uns auf dem Programm natürlich ganz normal Erläuterungen zum Otterhund, die auch im Otterhundzwinger gegeben sind. Das wird sein um 12:30. Wir zeigen weiterhin Gehorsamsübungen mit dem Otterhund, wo dann auch so ein kleiner Parcours aufgebaut wird. Das ist für 13:30 vorgesehen. Um 14:00 wollen wir dann nochmal etwas Allgemeines zum Otterhund erzählen. Warum hält man Otterhunde? Wir wollen auch die unterschiedlichen Linien präsentieren. Wir haben ja jetzt verschiedene Otterhunde aus verschiedenen Abstammungen hier. Wir haben aus Dänemark Otterhunde, eben aus Holland, auch welche, die hier in Deutschland gezüchtet worden sind. Und die wollen wir dann mal alle so nebeneinander stellen, damit Sie sehen, wie unterschiedlich Otterhunde aus einem Wurf aussehen können. Aber auch
auch die gleiche. Schilder, Sie erkennen uns und fragen Sie. Okay, das war's.